Und damit hallo, ahoi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stranded Deep. Wie ich es ja schon so ein bisschen angekündigt habe oder so ein bisschen vorhabe, keine direkte geschnittene Version, aber wir werden halt so mal kleinere Phasen, wo es doch, sagen wir mal, so kleine Löcher gibt, einfach mal ein bisschen zuschneiden. Wir waren gerade eben noch, oder ich war gerade eben noch auf der Insel gewesen, hab da jetzt noch ein paar Stöcker und Holz, Bäume, Baumstämme so rum gesammelt und mache mich jetzt hier wieder Weg zu meiner Hauptinsel und werde da schön fleißig weiterbauen. Aber ich habe jetzt so ein bisschen zur Überbrückung einfach mal ein wenig übersprungen und wir sind ja schon quasi direkt hier bei und an der Insel. Da können wir jetzt hier gleich fleißig weiter basteln. Darauf freue ich mich schon. Ich muss vorher mir erstmal nochmal wieder eine primitive Axt herstellen und dann läuft das schon alles wieder. Erstmal hier Floß hier einigermaßen parken. So. Das Paddel anbringen. Und dann holen wir das Schiff hier auch wieder rein. Das Schiff. Der Kreuzer quasi. Dann nehmen wir mal hier zu unseren Steinchen. Wir können das mal hier unsere ganzen Kisten mal ablegen. Und ja, dann basteln wir uns mal hier noch Steinwerkzeuge brauchen wir und faserige Blätter brauchten wir ja auch noch. Und dann können wir uns auch schon wieder eine Axt basteln. Ach ja, Holz brauchen wir auch noch. So ein Glück haben wir hier noch zwei Stücken gehabt. Ja, so eine Fackel würde ich gerne basteln, aber dafür habe ich einfach zu wenig Stoff. Das ist mir einfach nichts. Was haben wir denn eigentlich noch hier? Stoff generell? Achso, warte mal. Wir können ja hier mal mittlerweile einfach mal... Sammeln wir mal hier ein bisschen was. Und dann müssten wir ja eigentlich nur... Nice! So einfach geht's auch schon. Und dann könnten wir uns ja mal hier so eine schöne Fackel basteln. Die könnten wir... Kann man die auch irgendwo hier anbringen? Wie zünde ich die jetzt an? Bestimmt, wenn hier irgendwo Feuer ist. Die lassen wir aber einfach mal hier liegen. Wir können hier aber ganz gerne... Stücke habe ich jetzt hier nicht. Was... Ach, lassen wir einfach erstmal die Bretter hier in Ruhe. Und ja, unser Hammer ist ja, hoppala, unser Hammer ist ja noch im Haus drin. Das haben wir hier alles. Nehmen wir erst einmal die Stöcker, die schon mal klein geschnitten sind. Jo. Was sagt denn hier eigentlich unser Futter? Okay, das ist in Ordnung. Trinken ist auch noch soweit in Ordnung. Dann würde ich mal sagen, machen wir uns erstmal ans Werk. Das ist jetzt, ist ja erst 11 Uhr. Dann gehen wir nochmal eine Runde schlafen. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht getätigt. Weil dann wird es auch schon wieder bei Zeiten hell. Jetzt muss ich halt nur... Ach, ich muss trinken. Ja, trinken ist ja kein Problem. Denn dafür habe ich ja schon ein bisschen... nicht vorge... Machen wir jetzt mal ganz schnell. Dann können wir nämlich jetzt auch hier schön fleißig weiter basteln. Da haben wir Baumstämme, Baumstämme, Baumstämme. Okay, das sind alles Sachen, die muss ich erst noch klein hacken. Dann passt das nämlich, dann holen wir unseren Hammer hier. Tür auf. Ding dong, Icke bin's. Gut, dass wir den Hammer hier gelassen haben. So, dann geht's ja weiter so ein bisschen mit der Terrasse. Eine Überdachung habe ich ja quasi schon gelegt. Und die nächste hier. Könnten wir eigentlich rein theoretisch gesehen die auch so ein bisschen bedecken? Wahrscheinlich eher nicht. Ja gut, das ist Lehm. No. Aber wir könnten hier ganz gerne mal uns irgendwann noch mal eine Lagerstätte basteln. So, jetzt haben wir das Haus wirklich im Groben und Ganzen gebaut. Jetzt können wir uns einfach mal
ans Werk machen, noch zu gucken, was gibt's denn hier noch. Wände hatten wir jetzt schon alles durchgeschaut, Türen, Treppen auch, Türme ist jetzt nicht vonnöten. Ansonsten haben wir, ja, das ist halt Fahrzeuge, Gebäude. Ansonsten Haken, Stuhl. Ich würde mal sagen, wir basteln uns erstmal ein schönes, nettes Bett. Bretterregal brauchen wir jetzt nicht. Ein Feldbett, ein Wellblechregal. Dazu brauchen wir, dreimal Stoff und dreimal Leder. Oh, was ist das denn? Dazu brauchen wir Bretter, haben wir hier nichts irgendwie. Und da brauchen wir wirklich jetzt mittlerweile sehr viel Tau, um annähernd irgendwie was herzustellen. Das ist ja ein Ding. Ha, das ist natürlich schon ein bisschen größerer Aufwand. Jetzt haben wir zwar hier ein schönes Häuschen uns gebastelt, aber so richtig möblisieren. Gut, Tau kriegen wir schnell hin. Hier haben wir ein Holzregal. Wir müssen weiter ein bisschen Tau herstellen. Ach, wenn man die nur besser markieren könnte, das wäre echt toll. Da. Das wäre wirklich herrlich. Aber na gut. Dann stellen wir mal ein bisschen Tau her. Und hier nochmal. Haben wir noch genug Holz? Ja, haben wir. Naja, gut. Also oben sollte eigentlich mein Schlafplatz sein. So, denn würde ich mal sagen, hier in die Ecke können wir eigentlich auch Sachen wie ein primitiver Ofen und so, können wir die auch hier einfach hinmachen. Eine kleine Räucherkabine, das wäre auch nicht schlecht. Webstuhl haben wir ja schon. Einen schönen Ofen. Was brauchen wir dafür denn alles? Wahrscheinlich Lehm. Oh! Können wir die eigentlich hier hinbasteln? Die können wir tatsächlich hier nicht hinbasteln. Die müssten wir echt draußen hinpacken. Weil damit können wir auch noch ein paar Sachen herstellen. Ansonsten, also die Sachen sind hier tatsächlich nicht fürs Haus gedacht. Das ist hier ein bisschen schade. So, jetzt habe ich wahrscheinlich fast mein ganzes gesamtes Tau hier verwendet. Ich will hier aber irgendwie mal ein Holzregal. Ja, Hauptsache wir stellen mal irgendwas hierher. Haben wir jetzt hier mal ein Holzregal. Ist die Frage, wo kommt denn das jetzt hier hin? Haken. Na. Dann kann ich jetzt hier nichts großartig reinstellen. Etwas ist im Weg. Okay. Ach so. Ach, ich bin ja auch ein Dödel. Also, ich glaube zu meinen, dass es so jetzt ist. Bestimmt brauche ich dafür doch auch einen Hammer, oder? Jetzt sind wir auf alle Fälle schon mal geschützt. Vom Wetter. Mann. Das hätten sie aber auch ruhig. So, wo kann ich das denn hier hinbasteln? Ich kann das hier gar nicht nirgendwo richtig hinbasteln. Das ist ja doof. Ah. Ah, so ist das gedacht. Ja, so schön sieht es aber jetzt auch nicht aus. Zack. Na ja, gut, Hauptsache schützt uns so ein wenig. Das erste Mal, dass ich hier tatsächlich auf der Insel hier Unwetter habe. Ist das herrlich. Bauen wir nochmal hier die restlichen Stämme hier alles ein.
Ja gut, dann haben wir ja wirklich schon das Haus so grob und ganz gebaut. Das mit den Möbeln ist natürlich jetzt ein bisschen doof gelaufen. Da brauchen wir auch wirklich sehr viel Tau. Wir müssen sowieso zurück auf die Insel. Ich werde aber nachher mal einen kleinen Abstecher machen. Und die andere Insel mal ein bisschen erkundschaften. Das ist mir dann doch schon relativ wichtig. So, trinken ist auch fertig. Jo, sieht schon mal wesentlich besser aus. Warum kann ich eigentlich meinen Tisch hier aber nirgendwo hinbasteln? Das ist ein bisschen schade. Also, nochmal. Ach, jetzt habe ich aber auch mein Holzregal. Ach, die faserigen Blätter habe ich jetzt aber auch verschwendet. Guck mal, da brauche ich zum Beispiel nur Bretter. Wie stelle ich hier nochmal Bretter her? Könnte ich, glaube ich, auch einfach so Bretter herstellen, oder? Hier, Bretter. Ach, Mist. So brauchte ich die Holzstämme. Aber ich habe hier, glaube ich, noch welche. Na gut, hier ist noch eine Yucca-Palme, die können wir mal abernten. Da. Wo sind hier noch die anderen farbigen Blätter? Da ist noch eins und da ist auch noch eins. Das war es dann auch gewesen. Denn die letzte Yucca-Palme hier. Also muss schon ordentlich platziert sein, war? Dann ist ja wirklich das Tau und damit auch die farbigen Blätter vollkommen hinüber. Die Stöcker ist halb so schlimm, aber jetzt haben wir so überlegt, wenn man wirklich so viel Tau braucht, um zum Beispiel einen Stuhl oder einen Tisch zu machen, da brauchen wir manchmal schon so 4 Stücke oder so. Das ist natürlich nicht so cool. Eins positiv ist, die kommen natürlich immer wieder. So. Ja, denn. Holen wir uns mal ein Hammerchen. Und dann. Ja, ist das jetzt hier wieder laut? Was ist denn hier los? Guck mal, ein Tisch. Kann ich da bestimmt auch hier irgendwo mal aufstellen. Obwohl, wir stehen erstmal auf die Terrasse auf. War ja also gedacht gewesen, sollte ja eine kleine, schöne Ecke hier sein. Nee, warte mal, wir machen mal was anderes. Ich finde persönlich, da passt am besten... Oh, Holzregal braucht zwei... Hä? Ach so. Ach, ich bin ja auch ein Dämmel. Man muss das Tau auch schon mitnehmen, wa? Wo ist denn das wieder hier? Nämlich das Holzregal könnten wir auch so. Was haben wir hier gehabt eigentlich? Floßbasis. Da brauchen wir auch sehr viel Tau. Das wäre aber auf alle Fälle ziemlich interessant, sich auch jetzt hier im Floß zu basteln. Ich finde tatsächlich, das Möbeljahr kann noch ein bisschen warten. Wir haben das Haus jetzt soweit fertig. Es ist halt alles jetzt ein bisschen spontan, jetzt was ich gerade hier mache. Aber das Haus haben wir soweit fertig. Wir haben auf alle Fälle schon mal die Möglichkeit, jetzt Stoff herzustellen, eigenständig. Das ist super. Und das ist quasi unser Haus, was mir jetzt nicht so ganz gefällt. Irgendwie fehlen mir hier doch ein paar Fenster.
dementsprechend ein bisschen umdisponieren. So, wie kriege ich aber hier so einen schönen Turm eigentlich? Was macht der überhaupt? Dazu brauche ich Bretter. Na gut. Wir können ja erstmal... Wo sind eigentlich jetzt die Stöcker hier hin? Achso, die habe ich wahrscheinlich jetzt gerade genommen, weil die jetzt gerade in der Nähe waren. Ein Floß. Oh. Das wird ein gefundenes Fressen. Okay, das kriegen wir hin. Tut mir leid, liebe Tierschützer, aber heute... Ach, komm. Heute ist Hai dran. Uns auch mal jetzt so langsam mal hier vielleicht mal sowas wie Höh. Hallo. Ach Mann, dieses Spiel hat mich verarscht. Das gibt's doch gar nicht. Ein Bug im Spiel. Dafür habe ich jetzt mein Holz verschwendet. Super. Toll. Ja, gut. Wo war ich jetzt aber eigentlich stehen geblieben? Ich wollte ja eigentlich auch mal versuchen, hier Sachen anzubauen. Sei es zum Beispiel irgendwelche kleinen Beete oder so. Dazu brauche ich aber hier tatsächlich nochmal... eine primitive Hacke. Sprich, ein Stein bräuchte ich hier noch. Wir werden mal versuchen, hier wirklich ein bisschen Ordnung zu machen. Und damit kann man nämlich jetzt ein wunderbares Beet vielleicht basteln. So. Anbau. So, sehr schön. Brauche ich Wasser? Ich brauche wahrscheinlich Wasser dafür, wa? So, das ist dann quasi separat. Also hier. Anbau. Beetbretter, okay. Da kann ich dann quasi irgendwas machen wahrscheinlich. Ich muss mich selber hier so ein bisschen reinfummeln. Herstellung. So, Anbau, genau. Ja, dann können wir das nämlich hier lassen. Wir bräuchten nämlich eigentlich sowas vielleicht wie... Wo ist es denn jetzt hier? Fahrzeuge... Nehme ich hier Wasserflasche aus Leder. Ah, genau, damit konnten wir Leder herstellen. Oh, ist das toll. Tonflasche. Na gut. Wir brauchen eine Kokosnuss. Die finden wir hier irgendwo eine. War hier noch eine gewesen? Die habe ich bestimmt alle drüben. Kokosnuss werde ich hier nicht mehr finden. Die sind hier ausgestorben, dadurch, dass ich die ganzen Palmen gefällt habe. Hm. Na gut. Also wir haben jetzt schon mal quasi die erste Richtung gebastelt, um ein Beet anzubauen und somit auch was zum Essen. Leder. Leder war was gewesen. Ach, okay, da kann nämlich sein, da müssen wir tatsächlich Tiere häuten, um an Leder zu kommen. Also, ja, Spitzhacke, da brauchen wir Leder. Das kommt dann alles später. Ziegel, okay. Eine Harpune, Harpunpfeil
Wow. Also es ist jedenfalls jede Menge noch drin. Das ist schon mal ganz gut. Wir könnten hier tatsächlich mal anfangen, eine Fischreuse zu basteln. Dann sagen wir mal hier noch, haben wir die ganzen Stöcke schon wieder aufgesammelt? Jo, haben wir gemacht. Ach, hier haben wir auch noch Stöcke. Ach, ich bin ja ein Daimel. Und dann müssen wir uns da weniger darum kümmern. Ich denke mal, die wird wahrscheinlich angebracht, oder? Okay. Aber ein Glück haben wir ja. So. Dafür muss ich mir jetzt irgendwie nur irgendwie merken. Also doch nochmal hier irgendwo mitnehmen. So, dann ist das hier so ein bisschen näher dran. Was sagt unser Essen? Ah, wir haben Durst. Hunger hält sich sogar noch in Grenzen. Trotzdem bräuchte ich eine Kokosnuss. Aber ist auch egal. Wir haben jetzt eigentlich fast alles hergestellt, was noch herzustellen ist. Wir brauchen halt immer sehr viel Tau mittlerweile. Also das ist jetzt unser nächstes Augenmerk. Sehr viel Tau. Und ja, zeitlich haben wir noch ganz viel Zeit. Weil ich würde mal sagen, wir könnten eigentlich... Stimmt, ich wollte nämlich auch einen Steg endlich mal basteln. Ein Steg wäre wirklich nicht verkehrt. Dass man hier wirklich sagt, okay, guck mal hier. Wo ist denn eigentlich der Hammer nochmal? Da ist er. Dass man hier wirklich mal... Haben wir noch hier irgendwo Stöcker? Was habe ich eigentlich noch drin? Okay. Dann bauen wir uns nochmal einen Steg. Ich ja schon gesagt, ich will ein bisschen mehr sofort ins offene Meer kommen. Und dass ich nicht hier andauernd diese komischen Umwege machen muss. Deswegen basteln wir wahrscheinlich von hier aus ein Steg hin. Dazu brauchen wir eigentlich... Ja, wir brauchen eigentlich jede Menge. Was brauchen wir eigentlich? Könnten wir es einfach so basteln? No. Jetzt brauchen wir eigentlich hier... Ah, ich will so einen Steg haben. Mal sind wir alle hier wieder klein. Gut, das Haus haben wir jetzt. Eine Lagerstätte wäre halt wie gesagt nicht schlecht. Das wäre auch noch so mein kleines Ziel, das halt nicht so wüst aussieht. Lagerstätte für alle Sachen eigentlich. Quasi sowas wie ein Silo. Halt nur nicht für Getreide, sondern für Holz, Blätter und Wedel. Ach komm! Gerade hier was Blaues gehabt. Ach, verdammt. Warum willst du nicht? Warum willst du hier nicht? Jetzt! Okay. Warum von da erst? Ja, das ist gar nicht mal so verkehrt bisher. Wenn man sich das mal so ein bisschen anschaut. Das gefällt mir. Schön.
So, jetzt haben wir noch die restlichen Baumstämme hier. Leer. Leer. Da haben wir noch einen. Da haben wir auch noch einen. Basteln wir erstmal hier die Treppe respektive die Leiter. Oh, da brauchen wir Tau. Gut, ein bisschen Faserblätter haben wir noch. Auf zum Tau. Und hier die Leiter. Da reicht hier wirklich so eine provisorische. Kann man hier quasi hochgehen. Ach, ist das geil. Und ja, wieder Fundament. Ich bin am Überlegen. Hier noch. Und ich finde das persönlich hier zum Beispiel wirklich ideal. Hier sind wir wirklich relativ offen. Wir haben zwar da einen Felsen und hier so ein bisschen, aber wir kommen hier wirklich gut raus. Das war halt so ein bisschen mein Problem gewesen, auf das ich halt wirklich dann auch keinen Bock mehr hatte. Jetzt würde ich am liebsten eigentlich nochmal, ja, ein bisschen niedriger bauen. Ich kann jetzt mal hier die Baumstämme hier nehmen und die dann mal klein hacken. So richtig niedrig können wir es jetzt hier auch nicht basteln. Nee. Gut, dann bauen wir das halt hier so noch hin. Und dann passt das eigentlich schon mal sehr gut. So. Dann haben wir hier wirklich ein schönes Ende gefunden. Also ich finde das schön. Ist auch nicht so übertrieben oder so. Ist eigentlich unnütz, ich weiß. Aber unser Haus steht da hinten. Das sieht super soweit aus. Das sieht wirklich schick aus. Ja, okay, halt so eine schöne, nette Säule. Das wäre halt wirklich nicht schlecht. Aber was willst du denn machen? Zumal, wir haben gar kein Holz mehr. Wir haben jetzt hier nur noch einmal. No. Das wollte ich jetzt hier nicht. Ich wollte eigentlich hier nämlich reingucken. Da hat man nämlich noch eins gehabt. Und das wir jetzt. Hoppala. Auch nochmal klein. Sehr schön. Gucken, ob wir nämlich, was ich nämlich vorhabe, ist es halt wirklich eigentlich nur eine Verbesserung. Oder respektive, man will es halt versuchen, ein bisschen zu verschönern. Aber das kannst du hier nicht irgendwo hinbringen. Okay, hätte ja sein können. Nö. Haben wir hier noch irgendwas? Eigentlich weiter hier auch nichts mehr. Da brauchen wir sehr viel Tau. Treppe. Ja, hat sich jetzt auch alles dann quasi so ein bisschen gegessen. Böden. Ja, nee. Ist auf alle Fälle soweit wirklich schön und in Ordnung. Kann man auf alle Fälle so machen. Also, wie spät haben wir es? Wir haben es fast 23 Uhr. Heißt gleich Schlafenzeit. Essen sollten wir auch mal was. Hier mal schnell noch mit Palmwedel alles bestücken. Dass wir gleich wieder Wasser haben. Und dann würde ich nämlich mal sagen, gucken wir mal, ob uns schon was in die Falle gegangen ist. Machen wir uns mal hier so ein schönes Lagerfeuerchen.
Sehr schön. Dann können wir das mal hier ausprobieren. Das ist mal, das hier wieder beiseite, brauchen wir ja nicht. Sehr toll. Okay. Ist natürlich dann wahrscheinlich auch wieder gelöscht. Ja. Aber wir haben mal eine Fackel, das ist gut. Das können wir wirklich gut gebrauchen. Hier ist immer noch der Hai. Dann gucken wir mal, wo ist denn jetzt unser Gerät hier? Der Gerät. Joa, ein paar Fische haben wir gefangen. Also zumindest ein Fisch. Naja, einen Fisch haben wir jetzt gefangen. Und dann würde ich mal sagen, den können wir uns jetzt hier noch zubereiten. Wir können einmal mal so indessen das hier anbrät. Ja, ja. Wir haben es mittlerweile kapiert. Während es anbrät, können wir einfach mal hier rumgehen. Vielleicht finden wir ja rein zufällig tatsächlich noch eine Kokosnuss. So, weil ich brauche tatsächlich, glaube ich, Wasser für mein Beet. Das heißt, ich müsste das abfüllen von der Kokosnussflasche beispielsweise. Und das darauf träufeln, damit es da heranwachsen kann. Habe ich halt nicht. Ach, da ist ja unser Boot noch. Das könnten wir tatsächlich auch jetzt mal gleich mitnehmen. Aber hier eine Kokosnuss finden werde ich hier wirklich gar nicht mehr. Dann nehmen wir dich mal mit. Komm mit. Schmeiß dann nicht mal hier so ein bisschen umher. Ja, mal gucken, ob morgen früh der Heider immer noch da ist. Komm mit! Hier, guck mal, da, unser Haus. Aber du hast quasi einen neuen Schlafplatz gefunden. So, erstmal müssen wir hier versuchen, dich hier einigermaßen wieder aufzurichten. Das klappt damit mal sehr gut. Na komm. Ah, ins Wasser wollte ich mit dir jetzt auch nicht. Oh, Essen ist fertig. Es sieht erstmal so ein bisschen lang aus, der Steg. Aber das Boot wird ja quasi nicht das einzige bleiben. Da wird noch jede Menge kommen. Und dann ist das quasi hier. Und wir sind auf unserem Land. Mal gucken, ob das dann morgen, wenn wir jetzt gleich schlafen gehen, dann so einen großen Unterschied macht. Deswegen, liebe Freunde, ich würde sagen, ich habe jetzt was gegessen. Die Zeit ist auch langsam um und dann werde ich mal hier wie immer kurz speichern und danach jetzt mal schlafen gehen. Dann wünsche ich euch eine gute Nacht und dann sehen wir uns morgen Tag 21 von Stranded Deep. Bis dahin, macht's gut. When your lonely heart has learned its lesson, you'd be hers if only she would call. In the wee small hours of the morning, that's the time you miss her most. Oh.